Hallo und herzlich willkommen in der Evangelischen Kirche in Heiger-Allendorf. Ich bin Pfarrer Michael Böckner. Und ich weiß nicht, ob Sie es auch so empfunden haben, bei diesem kleinen Schwenk hier über unsere ziemlich leere Kirche. Das sieht schon ganz schön trostlos aus, wenn eine Kirche so leer ist. Das hatten wir über viele Monate jetzt in der Corona-Zeit. Jetzt haben wir wieder angefangen mit Gottesdiensten, aber leider nicht hier in dieser Kirche. Wir haben hier angefangen auszuräumen, weil hier soll gebaut werden. Hier wird etwas abgerissen werden. Und genau der Teil, wo ich jetzt hier gerade sitze, der wird in nicht allzu kurzer Zeit auf einmal verschwunden sein. Ist das das, was Kirche heute ausmacht? Abriss, Abbau, leer, trostlos? Ich glaube nicht. Ich glaube, Gott hat sich was anderes für uns gedacht. Er hat sich für uns etwas gedacht, dass wir miteinander ein Zuhause bauen. Und das in unseren Kirchengemeinden hier im Haigerer Raum, in diesem Kooperationsraum. Das ist doch eigentlich eine großartige Möglichkeit. Und da muss es nicht trostlos zugehen, sondern lebendig. Warum und wie geht das? Ganz einfach. Im 1. Petrusbrief, Kapitel 2, schreibt der Apostel in Vers 5, nachdem er vorher darüber gesprochen hat, dass Jesus der lebendige Stein ist, auf den alles als Fundament gebaut wird: auch ihr seid solche lebendigen Steine, aus denen Gott sein Haus, die Gemeinde, aufbauen will. Die Gemeinde lebt nicht vom Gebäude, lebt nicht davon, dass wir auch hier in Allendorf ja planen, ein neues Kirchenzentrum zu bauen, sodass an dieser Stelle nicht nichts bleibt, sondern was Neues entsteht. Sondern es lebt vor allem von den Menschen, die sich Gott, die sich Jesus Christus zur Verfügung stellen, die mit ihm leben, die sich von ihm lebendig machen lassen. Und das ist doch genau das, was dann auch Spaß macht. Gemeinde bauen helfen. Und wenn man dann zum Beispiel hier die Bohrmaschine nimmt und dann loslegen kann, etwas zusammenschrauben kann, etwas zusammenbauen kann, wenn etwas entsteht, wenn etwas aufgerichtet wird, dann macht das doch große Freude. Sie alle sind eingeladen, sich von dem lebendigen Stein Jesus Christus lebendig machen zu lassen und dann an seinem Bau, an seiner Gemeinde mitzuwirken, damit jede Kirche hier im Haigerer Raum eine lebendige Kirche ist, ein lebendiger Bau voller lebendiger Steine. Und diese lebendigen Steine, die sind es, die Leben ausstrahlen, die Mut machen, dazu zu kommen, die Hoffnung verbreiten. Ich lade Sie ein, sich mit einzubringen, mit Hoffnungsträger, Hoffnungsbaustein zu sein, lebendiger Baustein. Der Herr segne Sie an der Stelle, wo Sie Ihren Platz haben oder Ihren Platz neu finden, damit von Ihnen aus Leben ausströmt in unsere Kirchen. Damit es nicht so trostlos bleibt, wie es jetzt hier gerade ist, sondern das Leben sprüht und es Spaß und Freude macht, als Gemeinde zusammen zu sein.